Hallo liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde. Heute geht es bestimmt um einen höheren Angestellten von Whizbang, nämlich den guten alten Geppetto. Der eine oder andere von euch hat es ja schon vermutet, dass der mit Sicherheit auch dabei ist. Wir schauen mal an, wie sie den verwurstet haben. In wenigen Sekunden. Bis gleich. Ja, hallöchen. Da sind wir also wieder. Ja, das dürfte auch die letzte Kurzbesprechung sein. Ab jetzt kommen dann die Karten ja immer direkt in den Bundles oder, also ne, jetzt Montag, Dienstag kommen nochmal neutrale Karten, aber ab dann sollte es immer Klasse für Klasse durchgehen. Und ich gehe zumindest davon aus, dass ich dann versuche direkt die richtige Kartenbesprechung mit Sternchen und so zu machen. Denn ich meine, sonst machen wir alles doppelt. Also jedes Mal jetzt über 4, 5 Karten kurz sprechen und dann nochmal die, das habe ich jetzt für diese Einzelkarten gemacht. Aber, Moment, ist da unten noch ein kleiner... Aber ansonsten macht es ja keinen Sinn. Insofern gehe ich davon aus, ab nächstem Video vielleicht dann direkt mit den richtigen, dass wir noch das alles so ein bisschen besser bewerten. Beziehungsweise ich versuche es zumindest. Genau. So viel dazu. Also wahrscheinlich das nächste Besprechungsvideo, beziehungsweise das nächste Video über Karten dann schon in der größeren Form oder in der längeren Form. Hier nochmal ganz kurz jetzt. Also Geppetto, viele von euch haben gedacht, der muss doch dabei sein. Er ist dabei. 8 Mana, 6-6. Joymancer, Geppetto. Also gleiche Mana-Kosten, gleiche Stats. Sie versuchen also das wirklich so beizubehalten. Und auch der Kampfschrei, get copies of every one attack or one health minion you've played this game. Auch der Effekt ist sehr ähnlich. Der alte Geppetto hat 2 Diener aus deinem Deck gezogen, hat daraus 2 Ein-Mana, 1-1er Diener gemacht. Dieser hier hat auch was mit einem Angriff und einem Leben zu tun, aber nicht Diener aus deinem Deck ziehen oder so, sondern Diener, die du schon gespielt hast, die bekommst du nochmal als Kopie. Ich würde jetzt mal stark von auf der Hand ausgehen. Mir fehlt immer so ein bisschen Get Copies to your hands oder to your board. Aber ich meine, da steht nicht Summon. Da würde wahrscheinlich, also wenn es aufs Board wäre, würde da wahrscheinlich stehen Summon Copies of every one or two. Ich gehe mal davon aus, du bekommst sie auf die Hand. Macht mit den Minis hier auch nur Sinn. Also ich gehe, das soll halt wahrscheinlich die Hauptsynergie sein. Natürlich gibt es auch so Diener, die einen Angriff haben oder ein Leben haben, mit dem man das vielleicht kombinieren kann. Aber ich denke mal, der Hauptpunkt hinter Geppetto soll natürlich diese Miniaturgeschichte sein, dass du ja immer wieder diese Minis auf die Hand bekommst, die dann ein Mana 1-1er sind mit dem Effekt des Großen. Wenn du davon 2, 3 coole hast und die bekommst du dann alle mit Geppetto nochmal und kannst sie dann nochmal spielen. Und man muss ja auch Folgendes sagen, wenn du Geppetto also Turn 9 oder du spielst Geppetto Turn 10 spielst, dann kannst du ja direkt noch 1 oder 2 Minis hinterherballern. Und wenn die ja noch direkt einen ganz guten Effekt haben, dann ist Geppetto nicht mal so langsam. Also natürlich, er selber ist ein 8-Mana 6-6er, der erstmal nichts macht. Aber wenn du, wie gesagt, zu 9, 10 direkt mit 1, 2 Minis spielst, die eventuell direkt irgendwas Cooles machen, dann ist er nicht mal so lahm und kann noch direkt was erledigen. Ja, ich finde diesen Geppetto cooler, weil der vorher war halt, du ziehst, also du konntest ihn nicht in jedem Deck spielen, weil du, wenn du ein ganz normales Deck hast mit 20 Dienern, dann, ja, dann war der meistens Müll. Das heißt, du musstest schon ein sehr spezielles Deck spielen mit wenigen Dienern, wo du halt 1, 2 speziell ziehen musst. Das mag ich immer nicht so. Dieser Geppetto ist ja quasi einfach in jedem Deck spielbar, wo man durchaus die eine oder andere Miniaturkarte spielt. Er wäre auch in einem im Automaton-Priest, also auch diese Automaton-Priest-Geschichte, wäre er natürlich noch spielbar. Also ne, da die Mechs spielen, die immer größer werden, wenn er dann dir da 1, 2, 3 Automatons gibt, ist ja auch schon großartig. Also selbst da kann man nicht sehr, natürlich ist er also auch in anderen Decks vorstellbar, nicht nur in Miniatur-Decks oder mit Miniaturkarten. Automaton-Priest, wie gesagt, ein Beispiel. Aber gerade auch für diese, also jedes Deck, welches ein paar Miniaturkarten spielt, könnte natürlich auf Geppetto zurückgreifen. Von dem her, denke ich, ist dieser Geppetto ein bisschen flexibler und ein bisschen cooler einsetzbar als der andere. Gehen wir noch kurz auf die andere Karte. Das ist eine ziemlich solide, neutrale Karte. Ein 3-Mana, 3-3er. Wie gesagt, Miniaturgedöns. Auf Deutsch, ich komme auf den Deutsch, ich habe den deutschen Namen schon wieder vergessen. Battlecry, get 2 random temporary Frost Spells. Also temporär, du kriegst sie nur für den Turn auf die Hand, wo du die Karte spielst. Das ist der kleine Nachteil. Und dann kriegst du halt die Ein-Mana-Figur, die das gleiche macht. Ne? Ein-Mana, 1-1er, das ist ja der Miniatureffekt. Du bekommst den gleichen Diener nochmal als Ein-Mana, 1-1er. Das ist ja das Gute daran. Für 3 Mana 2 Frostspells zu bekommen, die temporär sind, das ist vielleicht nicht so geil. Gerade wenn du Turn 3, Turn 4 spielst. Weil dann kannst du meistens keinen Frostspell mehr benutzen. Aber für 1 Mana 2 temporäre Frostspells zu bekommen, wenn du das dann Turn 5, Turn 6 machst, ist die Chance, dass du ein oder vielleicht sogar beide davon spielen kannst, schon relativ hoch. Also, der erste Miniaturdiener meistens nicht so gut, eventuell. Der zweite dann für 1 Mana 1-1 ist da natürlich meistens sehr, sehr gut. Das ist immer so ein bisschen die Kosten, die man dafür bezahlen muss. Ich würde ihn jetzt nicht zu krass halten, gerade wegen temporär. Wenn es nicht temporär wäre, wäre es, glaube ich, schon ziemlich gut. Aber es ist halt temporär. Und gerade dann der 3 Mana 3-3 ist jetzt nicht der Wahnsinn. Jetzt muss man noch gucken, was gibt es für Frostspells. Wenn der Frostspellpool sehr klein wäre und es wären unfassbar gute dabei, dann wird die Karte natürlich wesentlich besser werden. Wenn der Frostspellpool sehr groß ist und da ist viel Müll dabei, umso schlechter ist die Karte.
Ja, also Gepetto, sehr nette Karte, auf jeden Fall nett in dem Miniaturpaket. Bin ich mal gespannt, was wir noch für Miniaturdiener bekommen. Ja, danke fürs Anschauen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf die restliche Kartenbesprechung, die dann nächste Woche losgeht, dann lasst ein Abo da. Bleibt gesund, bleibt friedlich und wir sehen uns hier oder auch auf Twitch. Bis dann, tschüssi.